Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für Souveränität und Gelassenheit. Dein Podcast für Erfolg und Genuss. Mein Name ist Nadja Lang und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du diesem Podcast schon länger folgst, weißt du längst, dass du dich mit gar nichts abfinden musst. Stress, Burnout, Schlaflosigkeit oder trockene Kehle braucht kein Mensch. Innerlich aufräumen und die unsichtbaren Gummibänder entfernen, die dich zurückhalten und blockieren, kann man immer. Die Kontaktdaten findest du wie immer auf nadialang.com. Damit bist du nur 2 Klicks entfernt von mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich helfe dir dabei, mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke für dein Leben und Business zu gewinnen. Alles ist möglich, du kannst das. Und bewunderst du manchmal auch diejenigen Männer und Frauen, die so richtig typgerecht sich selber sind, die einfach stilsicher gekleidet und geschminkt sind und dabei auch noch sehr angenehm souverän auftreten? Dann ist das heutige Interview im Podcast genau für dich. Ich lade dich ein, mich zum Gespräch mit Doris Pfiel zu begleiten. Doris Pfiel lebt im Kanton Zug und ist eine wunderbare Image-, Stil- und Knickeberaterin. Ich selbst hatte irgendwann das Gefühl, was soll ich eigentlich mit der Serviette beim Essen und Aufstehen vom Tisch machen? Was mache ich beim Stehempfang oder beim Apero mit dem Weinglas und dem Teller und dann soll ich auch noch anderen die Hand geben können und die Serviette muss ich auch noch irgendwie halten? Und gilt der Knicke heutzutage überhaupt noch? Und wenn ja, wie gilt er? Und kurzerhand habe ich mich dann zu einem Knickekurs bei Doris Pfiel angemeldet und mir all diese Punkte erklären lassen und vor Ort am Kurs mit einigen anderen ausprobiert. Und ich sag dir, das schenkt mir heute eine wunderbar angenehme Souveränität und Sicherheit. Ich will nicht sagen, dass ich da perfekt bin, gell? Also um Gottes Willen. Aber es gibt mir wie so einen inneren Komfort, eine innere angenehme Art und Weise, dass ich weiß, wie es geht und es einfach so handhaben kann. Wir reden in dem Gespräch über ihren persönlichen Werdegang und ihre besondere Gabe zu Stil, Image und Mode und das anderen zu vermitteln, in anderen das Potenzial zu sehen und das Schönstmögliche und Bestmögliche hervorzuheben. Ich finde es super spannend, aus erster Hand mehr über diese aktuellen und doch so beruhigenden Themen auch zu erfahren, die ja jeden von uns berühren und betreffen. Und wie Doris Pfiel damit für viele Menschen die Augen für die persönlichen Schätze und die eigene Schönheit öffnet. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration bei diesem wunderschönen Gespräch. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Frau Pfiel, zum Gespräch. Ich freue mich riesig, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns mitnehmen in Ihre Welt der Modeberatung, Styleberatung, alles, was uns souveräner und gelassener auftreten lässt im Leben, weil es uns allen so viel Sicherheit vermittelt, wenn wir wissen, wir sind richtig angelegt, haben das richtige Benehmen. Mögen Sie sich selber noch kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Mein Name ist Doris Pfiel. Ich lebe in Finstersee. Das ist so klein, wie es klingt. Wir haben ca. 400 Einwohner. Wir gehören zu Menzingen. Menzingen, das ist eine Gemeinde, die man eher kennt. Menzingen, Edlibach, Finstersee. Und ich bin seit 14 Jahren Farbstil- und Imageberaterin. Ich mache das mit sehr viel Leidenschaft. Ich finde es tatsächlich ein wichtiges Thema. Obwohl wir manchmal so traktiert werden, es sei doch oberflächlich, dieser erste Eindruck und so weiter, finde ich eben nicht. Es macht etwas mit uns, wir fühlen uns gut, wie Sie schon gesagt haben, in passender Bekleidung, wenn wir uns wohlfühlen, dann strahlt sich das auch aufs Gegenüber aus. Also ich finde meinen Beruf sehr wichtig. Das ist so, das ist so. Wie sind Sie dazu gekommen?
Haben Sie das schon immer gemacht, wenn Sie sagen, seit 14 Jahren? Hat es auch ein Vorleben gegeben? Ja, das hat es schon gegeben. Ich bin sehr einfach aufgewachsen auf einem Bauernhof. Meine Mutter hatte meines Wissens nur ein einziges elegantes Kleidchen in ihrem Schrank. Ein Cocktailkleid mit etwas Glitzer-Glimmer, und das habe ich schon als Mädchen, fand ich das ganz toll. Sie hat es sehr selten getragen, es gab wenig Gelegenheit. Vielleicht einmal so ein Turnerkränzli, und dann hat man das Teil aus dem Schrank genommen und getragen. Ansonsten habe ich sie natürlich nur wirklich in Arbeitskleidung gesehen. Und das, ja, hat vielleicht wirklich damals schon begonnen. Ich hatte dann auch noch Verwandte in Zürich, und die gehörten dann zu den besseren Leuten. Tante Betli war das und Onkel Arthur, und die hatten mehrere verschiedene Geschirrvariationen in ihrem Schrank, und das hat mich sehr beeindruckt, und ich war oft da in den Ferien, und man wurde einfach da anders verwöhnt mit Tischdecke und Stoff, Tischwäsche und so weiter. Also das hat mich sicher auch geprägt. Und ich habe dann eine Verkaufslehre absolviert, wurde mir aber schnell langweilig. Ich hatte einfach das Gefühl, ich sei da ein bisschen wenig gefordert, habe die Handelsschule besucht und kam so in den kaufmännischen Bereich. Nicht wahnsinnig emotional. Ich war dann aber doch einige Jahre in einer Bäckerei. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich in die Medizin gewechselt und habe da ein Team geleitet, ein Telefon- und Empfangsteam, und habe es wirklich sehr lange dort ausgehalten, 11 Jahre. Und dann hat sich irgendwann so mit 40 die Idee eingeschlichen, doch jetzt noch etwas anderes aus meinem Leben zu machen. Und ich habe dann eine Laufbahnberatung absolviert, und da war ziemlich schnell klar, was ich für Fähigkeiten besitze, also dass ich ein schönes Produkt eigentlich verkaufen sollte. Und ich habe mir dann das überlegt, was könnte das sein? Und über Nacht war die Idee plötzlich da, dass ich Farbstilberaterin werden könnte. Und ich bin nicht so ein geduldiger Mensch, also ich wollte sofort damit starten. Das ging aber wie sympathisch, Robin. Ja, das ging dann natürlich nicht so einfach. Ich habe dann noch die Stelle gewechselt in eine andere Branche, in die Immobilienbranche, und das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass einfach diese Diskussionen mit dem Waschplan und diese Probleme, nachbarschaftliche Probleme, das war nicht mein Ding. Also umso mehr habe ich dann Druck gemacht und habe dann eine Institution gefunden, bei der ich diese Ausbildung besuchen kann, und wurde dann schon nach dem dritten Tag, Ausbildungstag, bestätigt, das ist es. Ich habe dann sofort meine Stelle gekündigt und eine Firma gegründet. Und natürlich lief es nicht nur gut. Anfangs musste ich ziemlich auf die Zähne beißen, da durchzuhalten. Eben wieder Geduldsfrage. Etwas aufbauen. Aber tatsächlich, irgendwann habe ich dann das geschafft, und jetzt ist es wunderbar. Ist einfach ganz toll. Es ist genau mein Beruf. Ich mache das gerne. Also für die Zuhörer, die Augen strahlen so schön. Ja. Man sieht es ihnen auch direkt beim Erzählen natürlich an. Ja. Wie waren dann Ihre eigenen ersten Schritte, oder? Also ich kenne das vom Coaching. Ich habe auch bei mir eigentlich angefangen, mich coachen lassen, um zu erleben, welche Änderungen es hervorruft, und war damals tief beeindruckt, was ich aus mir rausholen kann, was ich bei mir auch an Gerümpel innerem wegtun kann. Ja. Ist es Ihnen in Ihrem Beruf dann auch so gegangen? Haben Sie mit sich selber zuerst angefangen? Ja, natürlich. Also man lernt in der Ausbildung, das ist ja ganz interessant, was da mit einem passiert, dass man doch am eigenen Erscheinungsbild jetzt mal arbeiten muss, und man bekommt dann da eine Farbanalyse, man bekommt eine Stilberatung, und das löst sehr viel aus. Mhm. Anfangs fand ich es sehr kompliziert. Ich ging vorher einfach so gefühlsmäßig einkaufen, und es ist nicht immer gut gelungen. Also ich hatte schon auch Fehlkäufe. Und das war dann natürlich während dieser Ausbildungszeit total anders.
Ich wurde mir bewusst, was für eine Stilkombination das ich vertrete und was da geht und was gar nicht geht. Und das wurde dann anfangs doch recht komplex für mich einzukaufen. Diese Genauigkeit, ich wollte das ja auch zeigen. Mhm, es ist ja nicht so, dass ich diesen Anspruch hatte, jetzt einfach nur noch gut auszusehen, sondern das war vielleicht ein Stück weit war das auch meine Visitenkarte. Mhm. Also wollte ich das möglichst gut machen und das wurde schon etwas kompliziert, diese Einkauferei. Während diesem Ausbildungsjahr, diese Beratungsausbildung geht ein Jahr. Mhm. Und dauert ein Jahr, aber das ja, habe ich dann auch irgendwie geschafft. Und ich habe gemerkt, was es eben auslöst, dass ich habe viele Komplimente bekommen. Man hat mir diesen Beruf dann auch zugetraut, einfach rein optisch. Mhm. Es ist ja so, wenn ich zum Friseur gehe und das Gefühl habe, die Dame hat selber keine schöne Frisur, dann habe ich große Zweifel, ob sie mir eine tolle Frisur machen kann. Und so ist es bei mir auch. Wenn ich muss bei mir anfangen, ich muss das repräsentieren, meinen Beruf. Und das ist mir offenbar gut geglückt. Mhm. Und anfangs war ich einfach sehr staunend unterwegs. Ich habe in den Lokalen, wo ich mich aufgehalten habe, einfach alle Leute genau angeschaut und versucht zu analysieren und war sehr beeindruckt, was ich da alles sehe. Diese Dramatik oder diese weibliche Figur oder auch diese natürliche Figur und so weiter. Und habe dann auch wirklich Freude bekommen, an diesem Thema, es gibt sehr viele Frauen, die können sich nicht spontan so annehmen, wie sie aussehen. Mhm. In den Beratungen ist das ein großes Thema, dass die Damen kommen und mir zuerst aufzählen, was an ihrem Körper nicht gut ist, was ihnen nicht gefällt. Ja, ja. Und das habe ich dann sehr gemerkt und auch gelernt, das ins Positive umzumünzen und denen zu zeigen, ja, das ist genetisch verankert, das gehört zu ihnen und man kann das alles großartig kleiden. Mhm. Ja, Spuren hat das definitiv hinterlassen und deshalb auch nach bereits dem dritten Ausbildungstag sagte ich, das ist es, ich möchte das jetzt wirklich machen und ich möchte daraus einen Beruf machen und man hat mir zuerst abgeraten, das sei sehr schwierig, nur von dem leben zu können. Mhm. Und das hat mich natürlich dann, meinen Ehrgeiz hat es zusätzlich angestachelt, motiviert, es hat mich motiviert, sehr motiviert. Ja, ja. Hatten Sie auch Personen im Umfeld, die Sie motiviert haben? Oder war die Motivation gerade, dass das geht nicht, das funktioniert nicht? Es war sicher einerseits diese Motivation, ich wollte es beweisen. Mhm. Ich gehöre ja dem Schweizer Fachverband an, ich habe da lange gearbeitet, habe da lange als Präsidentin geamtet und arbeite jetzt weiterhin für den Fachverband, ich bilde aus. Und dieser Hinweis, das ist sehr schwierig davon zu leben, kam von der Geschäftsleitung und das wollte ich denen beweisen, das kann man doch, das ist ein Beruf, er ist eidgenössisch anerkannt sogar. Mhm. Es ist also nicht nur ein Hobby. Das war sicher Motivation und dann aber auch mein Mann. Mein Mann hat mich sehr motiviert, also er hat mich immer auch getragen und als es noch nicht so gut lief, fand er, geh doch einkaufen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich gehe bestimmt nicht einkaufen, wenn ich nichts verdiene. Mhm. Und er hat mir dann seine Kreditkarte zur Verfügung gestellt. Stellen Sie sich mal diese Großzügigkeit vor. Ich habe sie ein einziges Mal benutzt für Stiefel, für schöne Lederstiefel. Mhm. Und die habe ich immer noch, die halte ich in Ehren. Und ansonsten wollte ich einfach das schaffen und ich wollte einfach diesen Beruf ausüben. Und diese Hartnäckigkeit, dieses Durchhalten, das hat sich gelohnt. Mhm. Für mich definitiv, ja. Ja, und jetzt ist ja so, wenn man seinen Stil wie gefunden hat, gibt es ja trotzdem neue Modeströmungen oder ganz neue Ideen. Ja. Wie gehen Sie damit selber um und für die Kunden? Oder welche Tipps haben Sie dafür vielleicht auch? Also es ist so, dass wir ja so eine Stilanalyse bedeutet, dass man dann ganz genau weiß, was proportional da alles Tolles vorhanden ist, wie man das kleidet. Und jeder Trend
oder jede Mode bietet für diese Stile immer wieder Kollektionen an. Man muss dann einfach die richtigen daraus nehmen, filtern. Und ich empfehle immer zuerst eine gute Basis, eine gute Garderobenbasis zu schaffen und dann aus den aktuellen Trends einfach das herauszufischen, herauszufiltern, was dann eben stiltechnisch möglich ist. Und das ist vielleicht tatsächlich etwas schwierig, dass die Kundinnen oder auch die Kunden sich darin etwas verlieren und denken, das ist jetzt einfach angesagt, also muss ich das auch tragen. Ich denke, Stil bedeutet, dass man auch einmal einen Trend, der einem einfach nicht steht, der nicht zu einem gehört, dass man den auslässt. Aber es ist eben, es ist nicht mehr ein eindeutiger Trend auszumachen. Ja. Die Bekleidungsindustrie hat das längstens entdeckt, dass man das nicht mehr so konsequent durchziehen kann, sonst verlieren sie Kunden. Ja. Also müssen sie ihre Kollektionen sehr breit aufstellen. Es gibt bei uns unzählige Labels und die haben so eine Handschrift und dann weiß man genau, die zierliche Dame mit kleiner Konfektionsgröße, die kann das Label gut tragen, die sportliche, gerade vom Körperbau her gerade gebaute Dame, die hat ein anderes Label, das ihr sehr gut steht. Und da schaut man zuerst mal natürlich da nach, haben die jetzt aktuell was, was da kommt. Und wenn ich in ein Kleidergeschäft gehe, ich mache regelmäßig Einkaufsbegleitungen, Personal Shopping, das liebe ich sehr. Das ist jetzt nicht der lukrativste, finanziell der lukrativste Job in meinem Bereich, aber einfach ein hochemotionaler, wunderschöner. Und wenn ich da durch diese Geschäfte gehe, dann weiß ich genau, aha, das ist für die Kundin Müller, das ist für die Kundin Keller und so weiter. Ja. Also das ja, gibt so Routine und macht sehr Spaß. Ja. Würden Sie uns mal mitnehmen, wie startet so eine Stilberatung? Wenn ich jetzt bei Ihnen zum ersten Mal reinspaziert kommen zum Beispiel, weil Sie es gerade angesprochen haben. Ja. Was sind so die ersten Schritte, die Sie dann mit den Kunden machen? Mögen Sie uns da mal mit in Ihre Welt nehmen? Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass wie jede Beratung muss starten mit einem kurzen Smalltalk. Ich möchte gerne etwas erfahren. Wo bewegt sich diese Person? Was ist wichtig? Was muss ich berücksichtigen auch in der Beratung? Ist Businessbekleidung wichtig? Ist es eher eine Dame, die im Moment sportlich unterwegs ist? Sie hat Kinder, sie muss nicht sehr viele repräsentative Pflichten wahrnehmen. Also da erfrage ich einiges und möchte einfach gerne, dass meine Kundschaft mal ankommt und sich wohlfühlt. Dann erkläre ich ganz kurz, wie der Ablauf ist und dann geht es gleich zur Sache. Also dann machen wir eine Stilanalyse im Sinne von, wir schauen uns ganz objektive Kriterien an. Also ich berühre die Person dann auch, stelle sie vor einen Spiegel und sage so, jetzt Berührungen sind jetzt angesagt, ich möchte gerne schauen, wie ihr Körperbau ist. Damit wir unabhängig von Gewichtszu- und Abnahme dann wirklich eine Stilkombination eruieren können, die dann stimmt, die für den Rest vom Leben dann auch wirklich so verbindlich ist. Also dann ist die Körpergröße, die Körperproportionen sind ganz wichtig. Da bezieht man Beine, Arme, Hände, Gesicht, Nase, Auge, Augenbrauen, Lippen. Da bezieht man auch, die Halslänge ist natürlich noch wichtig, bezieht man da ein. Und es gibt eine zweiseitige Tabelle, die ausgewertet wird und dann weiß man, zu welcher Stilkombination das diese Person gehört. Das sind, jeder Mensch ist ein Unikat. Es gibt nie identische Stilanalysen. Das ist wunderbar, dass man das dann auch so beweisen und belegen kann. Und in dieser Analyse ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich der Kundin aufzeigen kann, was sie alles Schönes hat. Auch den Kunden. Die Kunden sind nicht so kritisch mit ihrem Körper. Ja. Die Kundinnen sehr. Die leiden unter Umständen schon seit 40 Jahren unter ihren gerundeten Beinen, Oberschenkeln. Und dann zeige ich ihr auf, dass man, dass sie wunderschöne Lippen hat, wunderschöne Augenbrauen, sehr schöne Augen,
sehr schöne, weiche Hände, was auch immer da Tolles vorhanden ist. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Mhm. Das funktioniert hervorragend. Wie schön! Super! Ja. Die Damen und auch die Herren gehen mit einer Motivation dann aus dieser Beratung. Ja. Und lernen auch, dass man nicht, wir verdecken nicht, sondern wir betonen einfach andere Elemente. Und mhm. diese gerundeten Oberschenkel, die kann man prima verpacken, ohne dass das ein Problem ist. Wir setzen mhm. einfach den Fokus dann auf den Oberkörper, mhm. auf den schönen Hals, das wunderschön weiche Dekolleté. Das betonen wir dann und mhm. dann interessiert das gar niemanden mehr, ob diese Oberschenkel etwas breiter geraten sind. Ja, ja. Und die Dimensionen, sag ich mal, oder Proportionen, was ja. Sie sagen, wie der Hals ist oder die, einfach der Körperbau, das gibt dann wie vor, ob man längere Jacketts oder kürzere Jacketts optimalerweise trägt oder wie man diese Proportionen einfach leben kann. Ja, richtig. Es ist ja ein Zusammenspiel. Gutes Aussehen bedeutet natürlich Aufwand, ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Das beginnt mit der Farbe, dass die mhm. Farbe einmal passend ist. Einerseits zum Hautunterton und andererseits auch zum Stil. Mhm. Eine sportlich natürliche Frau, die trägt sehr gerne Erdfarben in diesem mhm. Bereich. Eine weibliche Frau trägt sehr gerne leuchtende Rottöne mhm. zum Beispiel, Move-Töne. Klassik bedeutet eher die stillen, dezenten, zeitlosen Basisfarben. Und die zierliche Dame, die trägt sehr gerne Pastelltöne, mhm. feine Töne. Es gibt ja immer Stilkombinationen. Also mhm. ist es so, dass ich einer Kundin mit einem weiblich-natürlichen Stil aufzeige, wenn sie schnitttechnisch im natürlichen Stil unterwegs ist mit ihrer Bekleidung, mhm. dann wählt sie weibliche Farben, dann haben wir das bereits schon mhm. abgedeckt. Also mhm. Diese Silhouette, wie soll das Bekleidungsteil geschnitten sein mit der Farbe, das korrespondiert dann schon. Dann geht man weiter, Stoffschwere, Stoffqualität, mhm. soll es ein glatter Stoff sein, darf er leicht glänzend sein oder ist es eine strukturierte Ware, die wir da bevorzugen. Dann kommt die Musterung noch dazu, sind es mhm. weiche Musterungen, Blumenmusterungen, ist es Paisley, sind es Streifen mhm. und dann selbstverständlich die Accessoires, die sind sehr, sehr wichtig, das mhm. dann noch komplett zu machen, mhm. indem man sagt, ja, mit Schmuck kann man den Stil so verändern oder auch mit einer Absatzhöhe, Sneaker oder eben ein Pumps, das sind Welten, da fühlt sich die Dame ja. anders und sieht auch komplett anders aus, betont den Stil anders und das ist aber auch bei den Männern natürlich ein Thema, proportional. Ja. Also da zeige ich dann auf, was es macht mit den Herren, wenn sie zu lange Hosen tragen, das ist oft ein Thema, mhm. dass kleinere Herren einfach ja, diese Wichtigkeit Hosenkürzen nicht mhm. so einsehen. Und da zeige ich Ihnen klar auf, dass Ihre Beine kürzer wirken mit zu langen Hosen oder Hosen, die gekrempelt werden, mhm. ganz klar. Mhm. Also das sind so wichtige Themen. Da sind Sie sehr erstaunt. Zeigen Sie das anhand von Fotos von anderen Menschen oder vorm Spiegel tatsächlich, dass Sie dort die Hose einfach in die richtige Länge bringen? Bei einer persönlichen Beratung zeige ich das vor dem Spiegel, mhm. zeige ich das live. Mhm. Und in einer Imageberatung, die vielleicht, da habe ich oft 30 Damen und Herren in meinem Publikum, da zeige ich sehr viel Bildmaterial. Mhm. Wenn es jemand hat in diesen Reihen, wo ich es eben gleich zeigen kann und ja. ich merke, die Stimmung lässt das zu, ich möchte ja. niemanden ja. bloßstellen, dann zeige ich das sehr gerne. Ja. Und wenn so viele Leute zusammen sind, es ist einfach auch ein bisschen mein Lehrauftrag, solche ja. Sachen anzusprechen, ohne jemanden zu beleidigen. Ja. Das mache ich dann wirklich so, dass ich mit dem nötigen Fingerspitzengefühl sage, ich möchte Ihnen ganz persönlich noch einen Tipp geben. Mhm. Und das kommt gut an. Das ist dann nicht so, dass mhm. die Leute sich denken, ach, also die war jetzt frech. Die ja. hat mich jetzt ein bisschen schlecht behandelt. Nein, es ja. ist ein Thema, ich spüre einfach auch, die Leute sind sehr interessiert. Ja.
sie haben Freude an diesem Thema und sie sind dankbar, wenn man ihnen diese Tipps geben kann. Ja, also ich verstehe auch ihre Tätigkeit ein bisschen wie ein Leuchtturm in der Vielfalt, die uns ja immer wie überschüttet, oder? Die Magazine sind voll, die Geschäfte sind voll. Wie Sie vorhin richtig gesagt haben, ist heutzutage eigentlich auch alles erlaubt. Es ist dann mal eine Farbe, jetzt ist mal Senfgelb, dann ist mal der Blauton oder Rotton oder die Mauve-Farben in. Aber es ist ja eigentlich auch wirklich alles verfügbar, wo man sich leicht verführen lassen kann und dann zum Farbton greift oder zur Form, die einem einfach wirklich nicht steht. Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist eine unglaubliche Vielzahl gibt an Mode. Es ist etwas unübersichtlich für viele Leute. Die werden, die sind verwirrt und diese Angebote erschlagen uns fast. Also wenn ich in einen H&M oder in einen Zara gehe, das ist unglaublich. Also da finde ich es selbst als Stilberaterin doch manchmal, vor allem am Nachmittag, dann ziemlich chaotisch. Also gehe ich gerne mit meinen Kunden am Vormittag einkaufen. Es zeigt sich jetzt aber doch ein Trend, dass wir ein bisschen übersättigt sind von diesen wahnsinnig vielen Angeboten und wir wieder das Individuelle etwas suchen. Ja. Deshalb sind diese Maßkonfektionsthemen sind jetzt wieder auf Vormarsch und Leute, die sich das nicht leisten können, die nehmen selber wieder ihre Nähmaschine hervor und besuchen Nähkurse. Ich finde es eine ganz tolle Entwicklung, ich habe sehr Freude. Man hört aber im Gegenzug auch, dass Online-Shoppen sehr trendy ist. Ich versuche an meinen Seminaren den Leuten das immer auszureden, weil es ist blind einkaufen, es hat keine Emotion. Ja. Man kann es nicht erkennen, wie verläuft die Silhouette, was ist mit der Stoffschwere, wie fühlt sich das an. Das finde ich sehr schade, so einzukaufen. Aber es sind Zeichen jetzt wirklich da, das sagen auch Trendforscher, dass wir uns jetzt verändern und etwas mehr Geld ausgeben möchten für wirklich spezielle Teile. Und das freut mich sehr. Also ich selber versuche das auch so zu machen, dass ich mal eine Bluse etwas abändere, dass ich vorne bei den Manschetten eine Spitzenborte noch annähe, dass es einfach wirklich mein Unikat ist. Und das zeige ich dann meinen Kundinnen auch auf und meinen Kunden, dass man vielleicht andere Knöpfe annähen könnte an ein Teil, das etwas langweilig daherkommt und nicht hundertprozentig der Stilkombination entsprechend ist. So, und das macht schon sehr viel Freude. Und beim Personal Shopping merke ich natürlich, dass die Leute wirklich überfordert sind mit dem Angebot und dass sie jemanden brauchen, der ihnen das herausfiltert, was sie es tragen können. Und das ist super, wenn man da dann den Damen und den Herren aufzeigen kann, was alles möglich ist, weil sie bleiben dann einfach ein bisschen bei ihren Teilen, die sie denken, das passt sicher. Das ist jetzt nicht so experimentell. Und das kann gelegentlich dann etwas langweilig daherkommen. Dann ist es schön, wenn ich zeigen kann, wie weit das gehen könnte. Man kann natürlich aus einem sportlich klassischen Herrn keinen Abenteurer machen, das ist klar. Aber innerhalb von diesem sportlich klassischen Bereich lässt sich doch dann noch einiges mehr machen, als die Herren denken. Und bei den Damen ist es genau gleich. Dann müssen wir jetzt fast das Interview abbrechen und shoppen gehen. Ja, vielleicht. Wenn Sie das genauso gern machen wie ich. Also ich wüsste jetzt spontan schon einige Geschäfte, wo ich Sie hinführen würde. Wirklich? Und bestimmt fündig würden, ja. Und jetzt ist eigentlich noch gute Zeit. Jetzt beginnt dann bald der Ausverkauf und dann wird es schwierig. Anfangs noch nicht, aber so 2 Wochen nach den ersten Ausverkaufstagen ist es dann schon gelaufen. Ist schon gelaufen, dann müssen wir jetzt das Mikrofon zusammenklappen und losgehen. Ja, genau. Dann zügle ich mal meine Neugierde noch, bleibt noch da. Weil mich interessiert eins, was mich selber auch bewegt, das ist ja, wenn ich sehe, dass ich Personen so leicht helfen könnte oder dass sie wie so gefangen sind in ihrem und ich sehe das Potenzial, wie es weitergehen könnte,
aber die Personen selber nicht oder bleiben wie so gefangen in ihrem, oder hadern, wenn sie Reden halten müssen oder in Wettkämpfe gehen und dann ist es wieder so der mittlere Platz statt der vordere, obwohl sie technisch so gut wären. Jetzt stelle ich mir vor, Ihnen geht es eigentlich ja genauso, dass Sie durch die Straßen laufen oder Personen sehen, vielleicht sogar mich, wo Sie sagen, oh, warum macht sie denn das nicht? Und das nur der Dreh würde so viel bewirken. Wie gehen Sie damit selber um? Also ich bin da ganz entspannt. Mhm. Es ist natürlich toll, wenn ich mich auf den Straßen umschaue und ich mache das insbesondere im Sommer sehr gerne, sitze ich mal an die Zürcher Bahnhofstraße und schaue mir die Leute an, wer da so kommt und wie die ausschauen. Und es beruhigt mich dann, es hat genug Arbeit, das ist definitiv so. Aber ich kann so entspannt sein, weil ich einfach wirklich den Anspruch nicht habe, der ganzen Welt zu helfen. Ja. Ich denke, wenn Sie das interessiert und Sie bereit sind und Sie möchten, dann sehr gerne. Und dann lege ich mich richtig ins Zeug. Mhm. Also da kann ich keine halbpatzigen Arbeiten, mache ich da. Mhm. Da bin ich wirklich mit allergrößtem Eifer dabei. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ausgehe und denke, um Gottes Willen, der muss ich eine Visitenkarte zustecken. Und nein, das geht ja jetzt gar nicht. Ich finde auch das Individuelle toll und ich akzeptiere, dass es nicht für alle Leute so wichtig ist. Mhm. Es ist für mich, denke ich, einfach wichtig, Leuten, die in einer Fachhochschule in meinen Seminaren sitzen, da habe ich einen Lernauftrag und denen zeige ich sehr gerne auf, wie sie eben ihre soziale Kompetenz, ihre fachliche, wie das ein Ganzes sein muss. Ein ganzes Rundes und wie sie das zusätzlich mit ihrem Auftritt eben auch zeigen können, dass sie wirklich kompetent sind in allen Lebenslagen. Und ich habe ganz bewusst diese soziale Kompetenz angesprochen, weil das ist auch ein Thema von mir. Ich unterrichte auch zeitgemäße Umgangsformen, Knicke, eine eigentlich ja verstaubte Angelegenheit, die aber, wenn man den Grundgedanken von Knicke versteht, weiß man, dass das nie ausgedient hat. Das ist immer wichtig. Dieses menschenfreundliche, respektvolle, rücksichtsvolle. Und das ist natürlich ganz stark mit der Bekleidung auch verknüpft. Und da denke ich, wichtig ist es dann, wenn man wirklich Respekt erweisen möchte. Wenn ich eingeladen bin, dann gebe ich mir doch Mühe, dass ich toll aussehe. Auch wenn das nicht allen Leuten gut gelingt, aber die Leute, bei denen ich merke, die haben sich redlich bemüht, es gelingt einfach nicht hundertprozentig, finde ich es schon großartig. Und die dann kommen und sagen, ich möchte das noch verbessern oder ich fühle mich dann auch, denke ich, wohler in meiner Haut, in meiner Bekleidung, in meiner zweiten Haut, dann sehr gerne. Und es sind gelegentlich auch ernsthafte Themen, warum die Damen und Herren kommen. Nicht nur geschäftliche, sondern auch private. Eine Dame hat mir berichtet, ihr Mann hätte eine außereheliche Beziehung, hätte sie herausgefunden seit 1,5 Jahren. Und jetzt möchte sie wieder attraktiver aussehen. Und da muss ich dann sagen, ich weiß nicht, ob wir mit ihrem Erscheinungsbild ihre Ehe retten können. Ja. Aber wir können das bewirken, dass sie sich wieder selbstbewusster und besser fühlen. Ja. Das kann ich Ihnen versprechen. Und die Leute, die nicht kommen, eben, das lasse ich dann so. Bei meinem Mann funke ich da schon noch gerne etwas rein. Und sage, also diese Schuhe jetzt, Entschuldigung. Und ich habe da auch festgestellt, er kann dann meinen Blick kann er erkennen und dann fragt er. Und wenn ich gefragt werde, dann nimmt er es auch an. Aber ungefragt, ja, mache ich das eigentlich wirklich nie. Ja. Bei niemandem, ja. Auch bei meinem Mann nicht. Ja. Da halte ich mich zurück. Und er darf auch alleine einkaufen gehen? Macht er gar nicht. Das macht er nicht mehr gerne, weil er einfach das so extrem bequem findet, wenn ich ihm alles hintrage und sage, gut, nein, ganz knapp nicht, da muss noch was Besseres kommen. Und das genießt er sehr. Ja. Aber ich muss zugeben, bei ihm bin ich vielleicht nicht ganz so geduldig wie bei anderen Kundinnen und Kunden, weil ich einfach finde, so jetzt,
ich habe das jetzt gut gemacht und wenn das jetzt dir nicht hundertprozentig gefällt, du gewöhnst dich daran, es ist dein Teil. Eben mein Mann, ich weiß, von was ich da spreche, ist vom Stil her klassisch sportlich und die gehen keine Kompromisse ein und ich auch eigentlich nicht. Aber dieses Klassische, das hindert ihn einfach an einer gewissen Lässigkeit. Mhm. Und die muss ich ihm oft aufzeigen. Und dann bekommt er Komplimente. Und dann ist er das nächste Mal schon wieder ein Stückchen weiter. Er geht nicht oft einkaufen. Er kauft viel im Moment. Und dann ist es wieder für eine Weile erledigt. Ja. Was gibt ihm dann so ein lässiges Element? Zum Beispiel, wenn Sie sagen, er ist eigentlich mehr der klassisch sportliche Typ. Was gibt dann ganz konkret? Also Musterung ist sicher wichtig, dass er jetzt auch für einen Veston bereit ist, der etwas Musterung zeigt. Karos sind ein ganz großes Thema diese Saison. Die kombiniert man dann mit gerundeten Mustern. Mhm. Bei ihm geht das jetzt natürlich nicht. Er kann kein geblümtes Hemd anziehen dazu, aber er kann vielleicht eine Pochette dazu tragen mit Tupfen. Das gibt eine gute Stilkombination, weil Karos gehört zum sportlichen Bereich, Tupfen gehört zum klassischen Bereich. Dann mit einer Jeans kombiniert sieht das super aus. Mhm. Und da bekommt er natürlich postwendend Komplimente. Er singt in einem Chor mit und dieser Chor, er geht wahrscheinlich deshalb auch sehr gerne. Er ist von sehr vielen Damen da umgeben. Männer sind in der Minderzahl und das findet er natürlich dann toll, wenn die Damen sagen, wow, super, das sieht jetzt wirklich gut aus. Ja. Das motiviert ihn sehr, das ist für mich toll. Und so läuft es ganz oft, dass diese Kundinnen und Kunden gute Feedbacks bekommen und das gibt Vertrauen. Sie vertrauen mir dann und sind auch bereit, werden mutiger. Ja. Ja, ja, dann traut man sich mal zum Stück zu greifen mit einer Farbe, die man sonst gar nicht angeschaut hätte. Ja, mit einer Musterung auch, mit einer Linienführung, wenn man aufzeigt, wie das kombiniert werden soll, dann klappt das. Wunderschön, das klingt doch gut. Ich würde noch mal gerne auf den Knickel zurückkommen. Was macht ihn so modern? Also was sind die Gedanken von Knickel, die bis in die heutige Zeit die Aktualität haben? Ist es der Respekt, den Sie genannt haben? Ja, definitiv. Also Knicke hat diesen Grundstein gelegt über den Umgang mit Menschen. Das war sein Buch und dort hat er verankert, dass das Zwischenmenschliche rücksichtsvoll, respektvoll soll ablaufen. Und das sind Pfeiler, die haben immer Gültigkeit. Und es ist eng geworden, es wird noch enger. Umso wichtiger ist es, dass wir wirklich aufeinander Acht geben, dass diese Sicherheit, dass ich mich verlassen kann, dass man mit mir respekt- und rücksichtsvoll umgeht in jeder Lebenssituation, das sind Themen, die haben wirklich eine sehr große Wichtigkeit. Und man hat auch festgestellt, was ich sehr erfreulich finde, Studien belegen das, dass wir gerade im geschäftlichen Bereich eine sehr hohe soziale Kompetenz zeigen sollten, leben sollten. Ja. Weil die fachliche, die wird wunderbar ausgebildet, die ist in hohem Maße vorhanden und die soziale wurde immer etwas stiefmütterlich behandelt. Und da hat man festgestellt, weil identische Produkte angeboten werden, dass diese soziale Kompetenz wichtig ist, dass diese Emotion geweckt werden kann, diese Sicherheit vom Kunden auch wahrgenommen wird vom ersten Augenblick an. Ja. Und das scheint mir wirklich ganz toll zu sein, dass man jetzt das spürt und auch den Studierenden diese Gelegenheiten bietet, dass sie sich in diesem Bereich auch ausbilden können. Das ist dann mein Thema. Und aus einem dieser Kurse kennen ja auch wir uns. Ich habe ja bei Ihnen einen Knicke-Kurs besucht. Was ist da heute anders vielleicht? Also wir hatten ja das Benehmen am Tisch, wie platziere ich die Serviette, wie esse ich die langen Teigwaren. Gibt es da noch wie so eine Vergleichbarkeit zur damaligen Zeit von Knicke oder gibt es da wesentliche Änderungen?
Es ist so, dass es natürlich Änderungen gibt, muss es ja geben. Wir entwickeln uns, wir verändern uns, wir haben eine andere Esskultur, wir bewegen uns anders, wir haben andere Kommunikationsmittel, andere Bekleidung und entsprechend passt sich das immer wieder an. Es war ja auch nicht die Idee von Knicke, uns vorzuschreiben, wie genau die Serviette jetzt gefaltet auf dem Tisch liegen muss. Das war wirklich ein Ratgeber und so sehe ich es auch immer noch, dass meine Empfehlungen so verstanden werden sollen, dass das macht einfach das Leben etwas einfacher. Ja. Eben auch dieser Tischknicke, ich kann das alles ja begründen, weshalb legen wir die Serviette jetzt genauso auf die Beine, weil wir sie brauchen, um uns den Mund zu reinigen, damit das Glas auch immer noch appetitlich aussieht nach dem zweiten Schluck Wasser. Warum legen wir das Besteck so in den Teller? Weil wir einfach vom Ablauf her das bestens so gestalten können. Es ist für uns eine gute Situation, auch für das Personal, wenn sie die Teller abräumen. Also man muss das natürlich begründen können. Mhm. Sonst sind es einfach irgendwelche Regeln, die man auswendig lernen sollte. Ja. Und das ist falsch. Das wollte auch Knicke nicht. Also Knicke passt sich an, immer wieder. Das ist in dauernder Veränderung. Und am gravierendsten merken wir es selbstverständlich beim Tischknicke, weil wir keine mundgerechten Salatblätter mehr bekommen beispielsweise. Wir spüren es auch sehr bei der Bekleidung, dass man sagt, es ist etwas lockerer geworden. Mhm. Wir haben nicht mehr so oft diese hochoffiziellen Anlässe, diese sehr festlichen Anlässe. Also können wir uns auch dort entsprechend etwas legerer zeigen. Nur lässig heißt nicht nachlässig. Und das spüren wir etwas, dass das einfach dieser Respekt etwas verloren geht, eben auch bekleidungstechnisch. Mhm. Und das möchte ich ganz gerne wieder zeigen, dass das einen großen Zusammenhang hat. Und dass Knicke sich verändert, diese Anstandsregeln, das klingt noch etwas verstauter als Knicke, dass das in dauerndem Wandel ist und wir da aber doch wunderbar mitmachen können und uns dann auch diese Souveränität, diese Sicherheit, wir einerseits für uns Sicherheit spüren, aber auch unsere Umgebung sich geschätzt und geachtet und sicher fühlt. Mhm. Und gilt heute noch, der Herr hilft der Dame in den Manteln? Ja, und es ist aber auch umgekehrt, dass die Dame selbstverständlich im geschäftlichen Umfeld, wir haben für die Emanzipation gekämpft, also wollen wir im Geschäft Gleichberechtigung und da ist es selbstverständlich so, dass wir unseren Kunden auch behilflich sind. Wir bieten es mindestens an. Mhm. Und all diese Geschichten mit Treppe, wie bewältigt man eine Treppe mit einer Dame im privaten Bereich, im geschäftlichen ist es dann eben wieder etwas anders. Ja, das ist eben einfach im Wandel, aber diese Wertschätzung, diese respektvollen Zeichen, die sind immer wichtig, gegenseitig. Also wenn wir doch merken, dass uns ein Herr diese schönen, diese guten Umgangsformen zugesteht und er Galanterie übt, da haben wir doch auch unsere Dinge, die wir zurückgeben, indem wir sagen, also Handy und Portemonnaie nehmen wir selbstverständlich gerne, unsere Handtasche, wenn der Herr seine Jacke an der Garderobe hängen lassen möchte. Solche Dinge, das macht das Leben aus. Und es macht es so viel einfacher. Finde ich. Ja, finde ich auch, definitiv. Auch der Respekt ist ja gar nicht nur Respekt den anderen gegenüber, sondern auch mir gegenüber. Ja, und es kostet uns, Entschuldigung, es kostet uns so gar nichts. Das bekommen wir gratis. Es ist ein kleiner Aufwand, der so viel auslöst. Und also warum tun wir es nicht? Ich höre ganz oft, ich mache es nicht, weil es die anderen nicht mehr machen. Ja. Das ist eine Abwärtsspirale, die möchte ich unbedingt unterbrechen. Und wir brauchen alle Vorbilder. Und wenn wir dann merken, aha, okay, gute Idee, könnte ich auch so machen,
Also, ich denke, das ist dann Motivation genug. Ich höre auch sehr oft, dass Eltern das nicht mehr mit ihren Kindern tun, denen das nicht mehr so beibringen. Schade. Sie haben es viel leichter. Ja. Ja, und auch der Satz, den Sie gerade gesagt haben, weil die anderen es nicht tun, das kommt ja auf den Fokus drauf an, den man hat. Weil wenn ich den Fokus drauf habe, dass andere respektvoll miteinander umgehen, dann sehe ich mindestens genauso viele Beispiele, wo es tatsächlich so gelebt wird, oder? Ja. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Eigenschutz zur Bequemlichkeit. Genau, und manches schleicht sich vielleicht auch einfach mal ein. Ja. Dann auf einmal feststellt, oh ja, das hat sich bei mir auch eingeschlichen, ja. Eigentlich möchte ich das ja gar nicht. Oder es war so wohltuend, wie mir die Person dabei geholfen hat, das gebe ich jetzt weiter, mache ich auch in Zukunft. Ja, es ist seltsam, wir sind ja von sehr vielen Menschen umgeben und trotzdem fühlen sich sehr viele einsam. Mhm. Es ist einfach so, weil wir nicht mehr aufeinander zugehen, weil wir nicht mehr kommunizieren, weil wir diese Zauberwörter vergessen haben. Bitte, danke, Entschuldigung, grüezi. Mhm. Das sind so ganz einfache Dinge. Wenn ich jemandem die Türe aufhalte, da erwarte ich ein Danke. Und wenn das nicht kommt, finde ich das sehr schade. Mhm. Wenn ich jemandem im Straßenverkehr den Vortritt gewähre, erwarte ich, dass ein Handzeichen kommt. Wenn das nicht mehr kommt, dann finde ich es sehr schade. Ich weiß aber, dass ich es trotzdem immer machen muss. Ich möchte das, es gehört zu mir. Aber dass es da Leute gibt, die verzweifeln und sagen, es macht es ja eh niemand mehr, dann mache ich es auch nicht, ich will mich ja nicht zum Clown machen. Schade. Müssen wir unterbrechen? Ja, wir rufen jetzt hier die Revolution für den Respekt wieder aus, oder? Ja, indem wir das machen, denke ich, ist es schon doch ein Zeichen. Und ja, so gehe ich durchs Leben. Ich kann ja nicht, ich werde sehr oft gefragt, Frau Pfiel, tun Sie das wirklich alles? Mhm. Sind Sie verheiratet? Wie geht Ihr Mann mit diesen Sachen um? Und mein Mann hat schon gesagt, blende doch meine Telefonnummer auf einer Folie ein mit meinem Bild. Sie können mich kontaktieren, wenn es mir geht. Und das habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, aber ich sage natürlich, ja, ich bin verheiratet und ich tue das wirklich auch alles. Weil ich kann ja nicht etwas anderes leben, als ich Ihnen jetzt vermittle. Ja. Das wäre nicht authentisch und das würden die merken, bestimmt. Und deshalb ist es wirklich einfach mein Leben und ich finde es auch wichtig. Ich finde wirklich, dass man sich da nicht verbiegen muss. Man soll es einfach probieren und ob jetzt ein Herr im Restaurant seiner Dame den Stuhl zurechtdrückt, wenn es nicht zu ihm passt, dann soll er es sein lassen, weil sonst kommt es nicht authentisch rüber. Aber vielleicht hat er soziale Aspekte, indem er sagt, ich repariere ihr den Gartenzaun. Das ist auch soziale Kompetenz. Also immer im Bereich der Möglichkeiten sollte man menschenfreundlich und respektvoll sein. Ja. Und dann kommt's gut. Das ist so. Mir ging es auch eine Zeit lang so, dass ich dachte, Mensch, wenn die sich nicht bedanken, wenn ich sie eben im Straßenverkehr reinlasse und so, ich mache das auch nicht mehr. Ich bin ja auch nicht hier irgendwie... Frau Lang, aber das müssen Sie mir jetzt wirklich versprechen, dass Sie das in Zukunft wieder tun. Nein, also ich habe das dann für mich im Kopf gedreht, weil ich mich selber beobachtet habe dabei und geschaut habe, wie geht es mir denn damit? Und gemerkt habe, die andere Person hat ja irgendeinen Grund oder schlechte Erziehung oder den Mund vielleicht voll, warum sie das gerade nicht sagen oder machen kann. Das ist aber das Thema der anderen Person, nicht meins. Ja, genau. Und indem ich reagiere und ihr es spiegel, zieht sie mich runter. Und in dem Moment habe ich gedacht, das will ich ja gar nicht. Weil ich bin auch die Person, die Danke, Bitte und sowas sagt. Mhm. Und der auf den anderen zugeht und freundlich ist. Mir geht es viel besser, wenn ich unabhängig von den anderen meinen Stil fahre. Und in dem Moment konnte ich das drehen, oder? Mhm. Mir ist es aufgefallen, vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel in Geschäfte gehe, dann bin ich immer noch die Guten Morgen, Grüß Gott oder was weiß ich sagt. Sehr häufig kommt da aber gar nichts, als ob ich wirklich... Sehr häufig?
Ich habe das Gefühl, es kommt eher selten nichts zurück. Ah, wirklich? Ja. Dann teste ich das noch. Ich werde nochmal darauf achten, ja. Ja. Also ich denke, das ist einfach vielleicht auch der Mensch, wir orientieren uns immer etwas am Negativen. Ja. Und ich sage immer, das Positive ist so selbstverständlich, das nehmen wir einfach an. Ja. Und das Negative, das haftet sich etwas an. Ja. Und da sage ich immer, wenn Sie jetzt wirklich zählen, von 10 Mal grüßen Sie, kommt es nach meinem Empfinden 8 Mal zurück. Und das finde ich, da ist das Glas definitiv halb voll und nicht halb leer. Ja, also beim Grüßen schon. Bei Geschäften finde ich manchmal, aber indem ich es für mich gedreht habe und gesagt habe, ich trete ein und ich grüße, spielt es mir im Außen gar keine Rolle mehr, ob die andere Person was sagt oder nicht oder ob sie vielleicht wirklich gerade konzentriert irgendwo anders ist. Es spielt mir keine Rolle mehr. Weil meine Welt ist irgendwie schön geblieben, ja? Die ist freundlich geblieben, die ist respektvoll geblieben. Ich glaube, 2 Aspekte sind hier sehr wichtig. Also einerseits das Drehen, Menschen drehen. Mhm. Das finde ich so ganz spannend, dass man das wirklich tun kann, wenn jemand schlecht gelaunt ist, dass man sagt, ah, okay, jetzt versuche ich doch mal, ob es dem dann besser geht, wenn ich ihm nicht so begegne, wie er das erwartet. Ja. In einem Café zum Beispiel, ich werde länger nicht bedient und dann erwartet das Servicefachpersonal, dass ich bereits ein bisschen spitz wahrscheinlich drauf bin. Und wenn ich dann sage, ah, hallo, ja, ich trinke gerne einen Tee, Sie haben viel zu tun, hä? Dann wird die Person perplex sein und sich total anders verhalten. Sie wird nicht auf Konfrontation gehen, sondern sie geht einen Schritt auf mich zu. Also das Menschendrehen, das finde ich ganz spannend, das mache ich ab und zu. Und ich denke eben, dass man nicht sich selber Schuld gibt, wenn jemand mal nicht gut drauf ist, sondern einfach sagt, okay, ist sein Problem. Mhm. Mit mir hat es gar nichts zu tun. Mhm. Und das habe ich auch gelernt, dass ich das gut einfach wieder rüberschicken kann und sagen kann, okay, ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Darf auch mal sein. Mhm. Diese Toleranz soll auch mal Platz haben. Dass wir das nicht so persönlich nehmen. Ja, und dass wie mein Bereich heiter und freundlich bleibt. Mhm. Gell? Mhm. Genau. Ja, das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt eben bei Umgangsformen. Sie merken ja, sind eben keine sturen Regeln. Mhm. Es ist wirklich soziale Kompetenz, emotionale Intelligenz, die ich da unterrichte. Ja. Und die Studierenden, wenn die in ein Knicke-Seminar müssen, meistens müssen sie das, kommen die nicht so wahnsinnig motiviert. Mhm. Sie finden, altes Thema, und was soll das jetzt noch? Mhm. Und wenn sie dann merken, was es wirklich geht, machen die sich auf. Das ist in den ersten 10 Minuten, läuft das bereits schon. Ja. Und dann kann ich die 2 Tage lang fesseln und die fänden, wir wären gerne noch einen dritten gekommen. Ja. Wenn sie dann merken, um was es wirklich geht, dann spüren sie, wie viel sie profitieren können. Mhm. Dann schwappt das so über und dann nimmt das eine Dynamik an. Das ist unglaublich cool. Mhm. Wie schön, ja. Ja, ja, und wenn die einzelnen Studierenden dann merken, das dient mir ja, es macht ja mein Leben leichter. Ja, und das der anderen auch. Die meisten wollen wirklich, dass es gesellschaftlich einfach gut geht. Ja. Dass es ist dann gar nicht mehr so im Vordergrund oder wichtig, dass sie geschäftlich auch wirklich wahnsinnig erfolgreich sind, sondern sie merken, plötzlich, es soll einfach gut sein, es soll einfach gut sein, unser Zusammenleben soll einfach schön sein. Mhm. Und dann ist das super. Also wenn man dann das erreicht und spürt, und das ist eigentlich immer so. Ja. Und das beginnt schon bei den ganz jungen Leuten. Wer hat eine Kundin, hat einen Familienknicke organisiert, weil ein Neffe offenbar einfach mit den Umgangsformen Probleme hatte. Und sie hat mir jetzt eine Mail geschrieben, waren jetzt kürzlich wieder essen und er hat das jetzt wirklich richtig zelebriert, was er gelernt hat. Wie schön. Wunderschön. Ja. Und ich meine, der ist 14 Jahre alt, also der macht das jetzt richtig gut. Der hat die Wichtigkeit bereits entdeckt. Oder Komplimente, wenn ich jemanden per Zufall treffe auf der Straße nach einem Seminar, dass die sagen, Frau Pfiel, Sie kommen mir jeden Tag, fallen Sie mir ein, beim Tischknicke, bei der Bekleidung. Oh, das ist ja wunderbar.
Also schön. Ich sage, das ist super, dass ich so in Ihren Gedanken zu Hause bin. Ja. Prima. Ja, und Sie bringen so Schönes in die Welt, gell? So. Ja, ja, also ich hoffe, dass das so ist. Ja, ja. Dass das wirklich ja, ein Beruf ist, mit dem ich Geld verdiene, aber auch eine ganz große Emotion und Leidenschaft. Ja, und eben diesen Respekt wieder ins Leben bringen und die Freude, einfach Lebensfreude, weil man sicher ist, weil man weiß, wie es geht und weil man auch nicht auf Zehen von anderen Leuten auf einmal steht. Gell? Ja, ja, genau. Und die Eigenverantwortung einfach auch wieder stärkt. Mhm. Ja, ich glaube, die dürfen wir wirklich ja nicht vergessen. Mhm. Also wir leben ja nicht als Einsiedler und entsprechend ist das, denke ich, ganz wichtig. Man hört immer wieder grauslige Dinge, dass Leute einfach an jemandem, der gestürzt ist, vorbeigehen und nicht helfen. Und ach, das ist für mich unverständlich, dass solche Sachen in unserer Gesellschaft passieren. Und ja, das eben, ich kann nicht die ganze Welt verbessern, aber die Leute, die mir die Möglichkeit bieten, ja. Bei denen setze ich da ganz gerne an. Ja, genau, wunderschön. Und jetzt habe ich ja immer drei Fragen, die ich zum Ende des Interviews gerne stelle. Und die erste Frage ist, wenn Sie die Gelegenheit hätten, mit dem Megafon über die Dächer der Stadt was zu sagen, irgendwie eine Botschaft, was Ihnen so aufgefallen ist oder was Ihnen wichtig ist. Ist das nur eine Botschaft sein? Nein, Sie dürfen das Mikrofon abschalten. Also sicher einmal genießt das Leben. Das ist so, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ich wurde geprägt durch verschiedene Dinge in meinem Leben. Es war nicht alles einfach nur schön und gut. Und es hat mir gezeigt, dass es wertvoll ist, unsere Zeit wertvoll ist. Also die soll man genießen. Dann finde ich auch ganz wichtig, dass man sich annimmt, so wie man ist. Und wenn man aber das Gefühl hat, da ist was, das beschäftigt mich, es geht mir mit dem nicht gut, dass man dann auch Beratung in Anspruch nimmt. Hilfe finde ich immer ein schwieriges Wort, aber dass man sagt, ich lasse mich beraten, ich lasse mich begleiten in einem Prozess. Das würde ich unbedingt auch empfehlen und den Leuten wirklich sagen, ihr alle seid schön. Holt einfach das alles aus euch raus, was da drin liegt und das hat mit den inneren und mit den äußeren Werten zu tun. Wunderschön, dann lassen wir das Megafon noch laufen über die Stadt. Also ich stehe gerne einmal auf diesem Turm, da auf diesem Zeitturm und verkünde das. Das machen wir, das organisieren wir noch. Das wird interessant, weil das werden ganz viele Leute werden profitieren können. Nur schon von fünf oder sechs Stimmen, die da kommen, werden diverse Leute werden wir ansprechen können. Genau, ja. Die zweite Frage ist, damit Sie selber organisiert und strukturiert ja beraten können, haben Sie irgendwelche Arbeitsgrundsätze für sich selber, die Ihnen das Arbeiten, Leben, Organisieren leichter machen? Also ich bin wie die meisten, habe ich auch mal vielleicht ein Motivationstief, also weiß ich, wo meine Tankstellen sind und ich schaue wirklich, dass ich immer top motiviert dann vor die Leute stehen kann oder auch beraten kann. Also ist das so meine ganz wichtige Sache, dass ich meine Motivationstankstellen anlaufe, sollte es dann einmal nicht gut sein. Mhm. Also dieses Positive, das finde ich sehr wichtig. Dann bin ich einfach auch ein Arbeitstier und habe einen sehr hohen Anspruch. Also ich bin sehr ehrgeizig, ist nicht das richtige Wort, aber ich habe einfach so einen Berufsstolz und bin sehr diszipliniert. Und ich mache das mit so viel Engagement und Leidenschaft, weil ich wirklich finde, jeder Auftrag, jeder Job ist wichtig. Also diese Personen sollen optimal profitieren können. Mögen Sie uns von Ihrer Tankstelle eine verraten, einen Tankstellentrick? Ja, also ich
trinke immer morgen, wenn ich nicht so gut motiviert bin, trinke ich einen Früchte-Kräutertee und den süße ich dann und das ist so, das beruhigt mich dann. Ich weiß dann auch, dass ich mir genügend Zeit gebe, dass ich dann wirklich bereit bin. Das habe ich auch entdeckt jetzt mit dem Älterwerden, dass ich einfach langsamer geworden bin und morgens meine Zeit brauche. Und das ist dann auch Motivationstankstelle, dass ich weiß, ich habe genügend Zeit. Ich kann jetzt auch noch ein bisschen in eine Zeitung schauen, bevor es dann richtig losgeht. Das ist eine, dann gehe ich leidenschaftlich gerne auswärts essen mit meinem Mann. Und wenn ich so einen Hänger habe am Morgen, denke ich, heute Abend kochen wir nicht zu Hause, da gehen wir auswärts. Das ist so eine Motivation, diesen Tag dann so zu gestalten und mich den ganzen Tag schon zu freuen. Und dann habe ich sehr liebe Freundinnen, mit denen verbringe ich Wochenenden irgendwo im Allgäu, in Deutschland. Und das ist dann auch eine Motivationstankstelle, wenn ich weiß, ich kann dann wieder dorthin, ich kann mir das auch leisten und ich trinke dann mit meinen Freundinnen eine Flasche Champagner. Das sind so Motivationstankstellen. Oh, schön, das ist eine besonders schöne Tankstelle. Ja, genau. Und die dritte Frage ist, gibt es wie so ein Buch, das Sie immer wieder zur Hand nehmen oder das Sie besonders gern verschenken oder das Ihnen besonders eindrücklich ist oder eine Buchgruppe, was Sie besonders gerne lesen und selber auch wieder Inspiration oder wie als Tankstelle daraus Kraft ziehen können? Ich lese sehr gerne Biografien, eigentlich fast nur. Und das gefällt mir einfach, weil Menschen mich interessieren, Lebensgeschichten mich interessieren. Ich finde einfach, jeder Mensch, auch wenn er jetzt nicht Wahnsinniges erlebt hat und nicht jahrelang im Ausland gelebt hat, finde ich, hat einfach eine interessante Geschichte. Da ist so viel passiert. Das ist eine Spur, wenn jemand stirbt, eine Spur, die hinterlassen wird, die ich spannend finde. Und deshalb gehe ich auch an Beerdigungen, natürlich um Abschied zu nehmen, wenn ich jemanden gekannt habe, aber auch einfach noch einmal zu hören, was ist da alles passiert. Ja. Es war bestimmt nicht immer einfach. Mhm. Es ist in jedem Leben so. Und deshalb lese ich gerne Biografien. Mhm. Und jetzt kommt dann Tina Turner, interessiert mich sehr, war auch, denke ich, eine sehr eindrückliche Lebensgeschichte bis jetzt und ist ja noch nicht zu Ende. Und das finde ich extrem spannend. Mhm. Und verschenken, da stelle ich mich ein bisschen ein. Da mache ich mir die Mühe, mir zu überlegen, was könnte das für ein Buch sein. Ist das vielleicht aktuell ein Ratgeber, der die Person gut brauchen kann? Mein Mann, der liest sehr gerne Krimis. Ja, so, also Biografien. Ja, wunderschön. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für das wunderschöne Gespräch, dass Sie uns vielen Dank. So viele Einblicke haben geben mögen und uns teilhaben lassen an Ihrer Welt und an Ihren Ansichten. Vielen, vielen Dank, Frau Pfiel. Danke auch. So, das war das heutige Interview für dich mit der wunderbaren Doris Pfiel. Ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch gefallen hat und wir dich inspirieren durften, die eigene Schönheit zu sehen und mit Mut hervorzuheben. Und jetzt geht's los für dich. Ran an den Kleiderschrank und entrümpeln, was dir nicht gut tut, wo du das Gefühl hast, das betont eben nicht die Schönheit und außerdem zwickt's und kneift's. Lass deine Schönheit strahlen, lauf souverän und gelassen durch die Welt und lass den Gedanken von Knicke mit dem wunderbaren Respekt sich selber gegenüber und anderen gegenüber wieder aufleben. Unter der Internetseite www.imagemodestil in einem Wort geschrieben.ch findest du alle Informationen und Kontaktdaten zu Doris Pfiel. In den Shownotes mache ich auch nochmal einen Link unten rein zu dieser Webpage von ihr. Und wie immer in jedem Podcast freue ich mich unglaublich, wenn du dir die Zeit nimmst, auf meiner Internetseite nadialang.com oder auf Instagram oder Facebook oder YouTube einen schönen Kommentar unter dem Podcast zu hinterlassen und mich wissen lässt, was dir das Interview gebracht hat,
wie es dir damit geht und zu welchen Schritten wir dich haben inspirieren dürfen. Und ich freue mich unendlich, wenn dir die Folge gefallen hat und du mir auf iTunes eine schöne Bewertung geben magst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine tolle Woche mit viel Erfolg und Genuss. Und wenn es hakt und knirscht, dann melde dich einfach. Ich helfe dir dabei, mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke für dein Leben und Business zu gewinnen. Alles ist möglich. Du kannst es. Schreib mir einfach. Ich freue mich auf dich. Herzliche Grüße, deine Nadja.